Wir werden heute schauen, was passieren würde, wenn wir eine komplette Zweitligamannschaft zur Europameisterschaft 2024 schicken würden. Spieler wie Musiala, Kimmich oder auch Mats Hummels wählen in unserer Nationalmannschaft raus und wir würden sie eben ersetzen durch Leute wie Robert Glatzel, Marcel Hartl oder auch Marcel Halstenberg. Das Ganze habe nicht ich mir ausgedacht. Ich habe gestern beim Scrollen auf YouTube ein Video von Calcio Berlin entdeckt, in dem sie genau dieses Gedankenexperiment einmal durchgespielt haben. Jeder der drei hat sich eine Zweitliga-Nationalmannschaft ausgedacht. Habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja wohl das perfekte Szenario für ein FM-Experiment. Deswegen Grüße gehen raus an Calcio Berlin. Dieses Video wird drei Teile haben. Im ersten Teil müssen wir uns natürlich eine Mannschaft nominieren. Im zweiten Teil gucken wir uns dann an, wie Julian Nagelsmann diese Mannschaft aufstellen würde und wie er das Turnier bestreiten würde. Ob sie vielleicht sogar Erfolg haben könnten. Ich habe das Ganze nämlich insgesamt 15 Mal simuliert. Eine der Simulationen zeige ich euch und zum Schluss zeige ich euch dann nochmal, wie das so in den anderen Simulationen gelaufen ist. Und falls ihr dann Bock auf noch mehr habt, dann habe ich auf meinem Zweitkanal jetzt schon ein Video hochgeladen. Denn da habe ich die Zweitliga-Nationalmannschaft übernommen und versucht damit die Europameisterschaft zu gewinnen. Ob ich das geschafft habe, das seht ihr dann da auf dem Kanal 2Nukas. Könnt ihr euch direkt hinterher anschauen, ist dann auch in der Endcard verlinkt. Also, kommen wir zum ersten Teil und das ist die Nominierung. Und da können wir natürlich auf zwei Sachen gucken. Zum einen darauf, wie gut sind die Spieler im Football Manager und zum anderen, wie gut sind die Spieler tatsächlich in der realen Welt des Fußballs. Also nominieren wir nach Leistungsprinzip oder nach Football Manager? Ich würde einfach mal sagen, beides. Und wir starten mal mit dem Leistungsprinzip. Und um das besser einordnen zu können, schauen wir einfach mal in die Fußball-App FODMOB rein, denn die haben zur zweiten Liga natürlich alle relevanten Statistiken am Start. Lass uns da mal schauen, wer gerade die besten Spieler der zweiten Liga sind und wen wir da nominieren sollten. Wir gehen mal auf FODMOB und hier habe ich schon mal die zweite Liga und die Spielerstatistiken vorbereitet und ein Name fällt da sofort ins Auge und das ist der Junge, der an der Spitze der Torjägerliste steht. Robert Glatzel, aktuell 10 Tore in der zweiten Liga, der beste Stürmer der zweiten Liga, der wird natürlich auch Europameisterschaft für uns spielen. Bei den Torvorlagen ist Barış Artık ganz vorne mit dabei. Barış Artık ist halb Türke, halb Deutscher, hat noch kein Spiel für die Türkei gemacht, das heißt, der ist spielberechtigt, also auch ihn werden wir auf Grundlage der Informationen hier natürlich nominieren. Bei FODMOB gibt es für jeden Spieler, für jedes Spiel natürlich auch eine Durchschnittsbewertung von 1 bis 10. 10 ist dabei sehr gut und die beste Durchschnittsbewertung hat ein Spieler von St. Pauli und das ist Marcel Hartl. Der spielt aktuell eine richtig krasse Saison, eine Durchschnittsbewertung von 8,03 und das qualifiziert ihn natürlich dazu, auch in unserer Version der Nationalmannschaft eine elementare Rolle zu übernehmen. Dann möchte ich mit Hilfe von FODMOB noch gerne einen Defensivspieler und einen Torwart nominieren. Lass uns mal in der Defensive anfangen und die ist natürlich besonders wichtig, weil wir werden mit einer Zweitligamannschaft gegen die besten Nationen Europas spielen. Da braucht man natürlich eine sattelfeste Defensive. Wir gucken da mal auf die Statistik blockierte Schüsse pro 90 Minuten und da auf Nummer 1 ist hier Marc-Oliver Kempf. Das ist also der vierte Junge, den ich gerne mitnehmen würde. Und zu guter Letzt schauen wir auf die Keeper und da lass uns mal die Statistik Bälle gehalten in Prozent nehmen, also wie viel Prozent der Bälle, die aufs Tor kommen, hält ein Torwart. Nummer 1 ist da für mich tatsächlich ziemlich überraschend, nicht Heuer Fernandes oder Florian Kastenmeier oder Ron-Robert Zieler oder was weiß ich wer. Es ist der Keeper von Wien Wiesbaden, Florian Stritzel. Auch bei der Statistik Tore verhindert ist er ganz vorne mit 5,3, deswegen Florian Stritzel hat sich laut Statistiken definitiv eine Nominierung verdient. FODMOB hat neben den Statistiken natürlich noch Live-Scores, ihr könnt euch News angucken zu euren Lieblingsmannschaften und so weiter und so fort. Ist eine richtig coole Fußball-App. Insofern kann ich euch die App nur empfehlen. Ladet sie euch gerne runter. Link ist jetzt in der Beschreibung verlinkt oder scannt doch einfach mal hier den QR-Code. Dann seid ihr auch mit dabei. Danke an FODMOB für Sponsoren dieses Videos. Die ersten 5 Spieler haben wir damit nominiert. Jetzt gehen wir mal rüber in den Football Manager und bauen uns den restlichen Kader zusammen. Ja, und hier gehen wir mal Mannschaftsteil für Mannschaftsteil durch, fangen da an einem Tor. Florian Stritzel wird ergänzt durch den Fußballweltmeister Ron-Robert Zieler, da war er 2014 mit im Kader. Auch im Football-Manager hat er ein ziemlich gutes Spielerprofil. Im FM ist es so, dass die Attribute von 1 bis 20 gehen, dabei ist 20 sehr gut und 1 logischerweise sehr schlecht. Und ihr seht hier, der 35-jährige Ron-Robert Zieler, der hat es noch richtig drauf, genauso wie der beste Torwart der zweiten Liga, Daniel Heuer Fernandes. Richtig gute Attribute. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch da andere Keeper nominiert hätten. Vielleicht Marius Müller oder auch ein Florian Kastenmeier oder sowas. Da gibt es in der zweiten Liga richtig viele gute Optionen. Aber ich denke, ich werde sowieso in den Kommentaren viele von euch sehen, die alles anders gemacht hätten. Insofern lasst mich gerne eure Gedanken zu meiner Kadernominierung wissen. Wir gehen weiter in die Verteidigung. Ich habe das Ganze hier mal nach Alter sortiert und wir brauchen hier vor allem Erfahrung und wir brauchen Einsatzfreude. Wir brauchen Teamgeist. Wir brauchen Malocha. Und ein Mann kann nicht Malocha sagen, ohne im zweiten Satz Henning Matriziani zu sagen. Der wird für uns mit zur Europameisterschaft fahren, ist im Moment in der Realität ja nicht unbedingt der Formstärkste, aber das kann man über jeden Schalker sagen. Teamwork, Einsatzfreude, Mut, genau das brauchen wir. Ich merke mit jedem Satz, den ich sage, wie bescheuert dieses Experiment eigentlich ist, aber ich feiere es komplett. Also Henning Matriziani kommt mit, außerdem Marcel Halstenberg als jemand, der schon Länderspiele gemacht hat, Matthias Zimmermann für die rechte Flügelverteidigerposition, denn sowohl Nagelsmann als auch ich werden dann am Ende des Tages mit einer Fünferkette spielen. Sebastian Schonlau, Marc-Oliver
Kempf, Matriziani und Dardai sind die Innenverteidiger. Dann haben wir noch für die linke Flügelverteidigerposition Tom Rothe, der ja vom BVB zu Holstein Kiel ausgeliehen wurde, das richtig gut macht in der Realität und auch hier im FM ein tolles Spielerprofil hat. Genauso wie Derek Höhn, der schon seit Jahren für Hannover 96 richtig gute Leistung zeigt. Zumindest soweit ich das mitbekomme aus der Entfernung aus Hamburg. Die beiden werden auf der linken Flügelverteidigerposition spielen. Kommen wir mal zum defensiven Mittelfeld und hier habe ich eine ganze Menge Spieler mitgenommen. Hier werden zum einen natürlich ein paar Spieler angezeigt, die wir uns eben schon angeguckt haben, wie Sebastian Schonlau und Marton Dardai, aber dann eben auch ein paar neue. Ich habe mich für Yannick Engelhardt entschieden von Fortuna Düsseldorf. Ich habe mich für Florian Flick entschieden, der ja beim FCN spielt. Beide sind wieder sehr einsatzfreudig, gute Teamwork und so weiter und so fort. Yannick Engelhardt ist dann eher ein spielstärkerer Sechser. Ich habe da mehrere Optionen im Kader. Je nachdem, gegen wen gespielt wird, kann dann eher auf die spielstärkere Version, wie zum Beispiel Yannick Engelhardt oder auch Marvin Wanicek gesetzt werden. Oder auf die spielzerstörerische Variante, wie zum Beispiel Ron Scheinberg, der seine Qualitäten auf jeden Fall im Spiel gegen den Ball hat. Wobei auch mit Ball passen 15, das ist schon ziemlich stark. Auch in der Realität nicht so krass in Form, aber im FM hat er ein richtig, richtig gutes Spielerprofil und deswegen darf er natürlich nicht fehlen. Für die offensive Mittelfeldposition habe ich mich für diese Auswahl hier entschieden. Wir haben unter anderem die beiden größten Talente der zweiten Liga, wahrscheinlich des deutschen Fußballs mit dabei, mit Can Uzun und Asan Uedraogo. Beide 18 Jahre jung. Vor allem Can Uzun spielt ja aktuell eine sehr, sehr, sehr gute Saison. Uedraogo hat sich leider gerade verletzt. Außerdem kommt Paul Nebel mit, der von Mainz 05 zum KSC ausgeliehen ist. Und natürlich der dritte Mann, der schon Länderspielerfahrung hat, ist Lars Stindl. Mittlerweile 35 Jahre alt, ist ja von Gladbach zurück zu seinem Heimatverein nach Karlsruhe gewechselt. Der hat ja tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele von euch sich daran noch erinnern, im Confed Cup 2014 das entscheidende Tor im Finale gegen Chile geschossen. Damals hat Deutschland das Turnier gewonnen. Also der hat schon Erfahrung, der weiß schon, wie es ist, ein Turnier zu gewinnen. Damit kommen wir mal zur Offensive. Über Robert Glatzel haben wir ja schon gesprochen, ebenso über Barış Artık. Der Sturm wird komplettiert durch Cedric Teuchert, Ragnar Ache, der ja eine brutale Qualität, vor allem in der Realität, in seiner Physis hat. Ja, und das war es auch schon mit den Stürmern. Einige Spieler fehlen noch. Ein Spieler, den wir noch gar nicht gesehen haben, ist natürlich Fabian Reese. Der kann sowohl links als auch rechts spielen auf der Flügelverteidigerposition, könnte sogar Stürmer spielen. Der darf natürlich nicht fehlen. Einer der besten Spieler bei Hertha im Moment. Und ja, der wird bei mir in meiner Taktik auf jeden Fall die rechte Flügelverteidigerposition machen. Ich weiß nicht, wie Nagelsmann das lösen wird, aber ich kann mir auch da vorstellen, dass Reese eine entscheidende Rolle in seinem System einnehmen wird. Damit haben wir unseren Kader nominiert. Ich scroll hier einmal durch. Kann sein, dass ich es vergessen habe, auf jemanden einzugehen oder euch jemanden zu zeigen. Das sind die Jungs. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ihr nominiert hättet, der jetzt hier nicht mit dabei ist. Da gibt es hundertprozentig einige, die ich nicht mitgenommen habe, die es aber auch verdient hätten. Aber so ist es natürlich immer vor großen Turnieren. Einige Spieler werden mitgenommen und andere eben nicht. Ja, jetzt werden wir Julian Nagelsmann mit dieser Mannschaft hier konfrontieren. Er hat sich das Ganze sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Und dann schauen wir mal, wie gut er mit dieser Truppe abschließen kann. Wie gesagt, werde ich euch zuerst eine der Simulationen zeigen, nach und nach. Und dann am Ende des Videos gucken wir uns an, wie gut Nagelsmann im Schnitt mit dieser Mannschaft hier abgeschlossen hat. Let's go. Also rein in die EM 2024 und das hier ist die Gruppe, in der Julian Nagelsmann mit seiner Zweitligatruppe bestehen muss. Dänemark, Polen und Slowenien. Ich denke, da hätte es Deutschland definitiv ein bisschen schwieriger treffen können. Das hier ist eine Gruppe, in der es natürlich mit einer Zweitligamannschaft sehr schwer werden wird, aber unmöglich ist es nicht. Das hier ist die Mannschaft, die Julian Nagelsmann für das erste Gruppenspiel der Europameisterschaft gegen Dänemark aufgestellt hat und ich glaube, das kann man so machen. Glatzel im Sturm, Artik und Reese auf den Flügeln. Wir haben Köhn, Meffert, Scheinberg und Zimmermann, Schonlau, Dardai, Kempf in der Innenverteidigung und Zieler im Tor. Ich hätte natürlich Daniel Heuer-Fernandes aufgestellt, der hier nur auf der Bank sitzt, aber das ist dann wahrscheinlich Geschmackssache. Und dieses Spiel wurde entschieden durch ein Tor. Langer Einwurf von Reese, Verlängerung Schonlau und Robert Glatzel trifft. Die Hertha-HSV-Kombi, Reese, Schonlau, Glatzel, 1:0. Und das war dann tatsächlich auch der Endstand. Man kann sich aber hier mal die Statistiken angucken. Rechts ist Dänemark, links ist Deutschland. 3:12 Schüsse. Also Deutschland wurde hier komplett an die Wand gespielt, hat dann irgendwie glücklich gewonnen durch dieses eine Tor von Robert Glatzel. Im zweiten Gruppenspiel war das hier die Aufstellung. Glatzel-artig Reese, also das gleiche Muster vorne drin. Köhn, Meffert, Schallenberg, Matriziani dieses Mal auf der rechten Schiene, was relativ spannend ist. Schonlau, Dardai, Kempf in der Innenverteidigung und Heuer-Fernandes darf sich ins Tor stellen. Und auch in diesem Spiel war Deutschland nicht unbedingt überlegen. Das erste Tor fiel tatsächlich schon in der 8. Minute und es war kein Tor, das ein Deutscher schoss, sondern ein Pole schoss das Tor, allerdings leider ins eigene Tor. Reese brachte ihn rein und Kivior bekommt das Ding dann an den Bauch, längst ins eigene Tor. 1:0 für Deutschland. Die nächste Aktion war dann eben diese rote Karte
von Meffert gegen Lewandowski. Ziemlich hart, würde ich sagen, vom Schiedsrichter. In der Folge rannten die Polen dann an. Sie hatten Chance um Chance. Hier trifft Latzel Zielewski dann am Fuß im Strafraumeck. Der Schiedsrichter hört den Video Assistant Referee an und zeigt dann auf den Punkt. Also gab es Elfmeter. Lewandowski gegen Heuer Fernandes. Heuer Fernandes ist ja ein Elfmeterkiller und der war hier auch fast dran. Aber Lever macht das Ding dann doch rein. Die zweite Halbzeit war dann komplett in der Hand der Polen. Sie hatten ziemlich viele Chancen. Das Ding war nur, die deutsche Mannschaft hatte einen guten Keeper, Heuer Fernandes, der hier zum Beispiel einen Kopfball nach einer Ecke fing. Das Spiel ging dann 1-1 aus. Wieder sehr, sehr, sehr glücklich für die deutsche Mannschaft. Mit 4 Punkten nach 2 Spielen stand man richtig gut da. Im letzten Spiel gegen Slowenien braucht man jetzt im Grunde nur noch einen Punkt, um sich dann für die nächste Runde zu qualifizieren. Und dieses Spiel gegen Slowenien war dann das erste, was richtig, richtig, richtig gut lief. Deutschland spielte gut und belohnte sich relativ schnell. Ihr merkt schon, Fabian Reese ist ein absoluter Motor in dieser Mannschaft. Über ihn geht sehr, sehr, sehr viel. Teuchert macht hier sein erstes Tor für die A-Nationalmannschaft nach Vorlage von Zimmermann. Im 2:0 ist es wieder Zimmermann, der den Ball über rechts hat. Sich da gut durchsetzt, legt den Ball wieder auf Fabian Reese, zurück auf Hartl, zack, Oblak hat keine Chance, guter Schuss von Hartl und nach 34 Minuten kam schon wieder Deutschland, dieses Mal über links, Derek Köhn und Barış Artık spielen da zusammen, schöner Ball von Hartl, Artık steckt durch auf Cedric Teuchert und Oblak hat schon wieder keine Chance, Deutschland gewinnt dieses Spiel gegen Slowenien mit 3:0 und qualifiziert sich damit sehr, sehr, sehr entspannt und als Gruppensieger tatsächlich vor Polen für die zweite Runde der EM. Das hier waren die Matchups im Achtelfinale, Deutschland traf auf Norwegen mit Erling Haaland, Ødegaard und so weiter und so fort. Relativ glücklich. In vielen der Simulationen musste Deutschland gegen zum Beispiel Spanien spielen, da sah es dann immer gar nicht so gut aus. Hier gegen Norwegen aber hatte man eine Chance. Ja, und das hier war die Mannschaft, die Julian Nagelsmann in das Spiel gegen Norwegen schickte. Und es ist im Grunde das Team, das in der Gruppenphase schon super gut performt hat. Artık, Reese, Glatzel vorne drin. Wir haben Köhn, Meffert, Scheinberg, Zimmermann, Schonlau, Dardai, Kempf und Heuer Fernandes im Tor. Norwegen hingegen stellte dieses Team hier auf. Mit Ødegaard, mit Haaland, mit Schjelderup, ein Riesentalent, auch im FM immer gut. Insgesamt eine richtig, richtig gute Mannschaft. Aber Deutschland machte es richtig gut. Es ging wieder über Fabian Reese, der hier mit einem langen Einwurf für Gefahr sorgt. Barış Artık holt sich das Ding wieder. Reese wird von Østigard gefoult und es gibt tatsächlich in der 10. Minute Elfmeter für Deutschland. Wer tritt an? Es ist Fabian Reese. Er selbst, einer der besten Spieler in diesem Turnier für Deutschland, gegen den norwegischen Keeper. Aber Reese verschießt. Nyland ist da, hält das Ding und es geht mit 0:0 weiter. Aber auch Norwegen ist natürlich keine Karnevalstruppe, wie Per Mertesacker sagen würde. Birger Mehling kommt über links, flankt das Ding rein. Deutschland kann von Glück reden, dass da nicht Erling Haaland stand, sondern nur Solbakken, der das Ding leicht über das Tor hinwegköpft. Das war die erste wirkliche Chance für Norwegen. Und bei der zweiten sollte dann tatsächlich Haaland an den Ball kommen, aber das Ding klatscht an die Latte und wieder raus. Köhn kann dann irgendwie klären zur Ecke. Und es blieb hier beim 0:0. Ja, so ging es dann auch in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist die erste Szene ein Freistoß von Deutschland. Schonlau ist da. Nyland verschätzt sich. Und der HSV-Kapitän macht das 1:0 in der 49. Minute gegen Norwegen. Norwegen dann in der Folge sichtlich geschockt, denen gelang jetzt nicht mehr viel. Sie spielten ziemlich viele Fehlpässe. Und Deutschland kam über Meffert, über Barış Artık, der da super vorbeigeht. Dann Eier, Barış Artık mit dem rechten Fuß. Nyland hat keine Chance. Deutschland, 86. Minute, 2:0 gegen Norwegen. Mit diesem 2:0 gegen Norwegen zog Deutschland dann ins Viertelfinale ein und man hatte wirklich ziemlich viel Glück mit dem Turnierbaum, denn hier traf man auf Dänemark. Aber wir haben es ja eben schon gesehen, die Dänen haben hier eine richtig gute Mannschaft mit Rasmus Højlund vorne drin, der ja bei Manchester United ziemlich gut spielt und den Deutschen haben sie im ersten Gruppenspiel ja ziemlich große Probleme bereitet, dann unverdient verloren. Mal sehen, ob es im Viertelfinale anders läuft. Nagelsmann ging mit der gleichen Mannschaft wie im Achtelfinale ins Viertelfinale. Never change a winning team ist da wohl sein Motto. Und hier können wir schon mal auf die Statistiken gucken. Die Dänen waren wieder eindeutig die bessere Mannschaft. Und so ging es für sie dann auch ganz gut los. Nelson hat ein bisschen zu viel Platz, legt ihn auf Damsgaard. Flanke kommt rein. Rasmus Højlund, ich habe eben über ihn gesprochen, ist da. Köpft das Ding rein. 1:0 für Dänemark nach 22 Minuten. Und für Deutschland sollte es in der Folge nicht wirklich viel besser werden. 38. Minute, Marc-Oliver Kempf. Er ist da viel zu langsam, verliert den Ball gegen Højlund und es stand 2:0. Das waren die ersten Momente, in denen man dann tatsächlich gesehen hat, dass es hier sich doch nur um Zweitliga-Qualität handelt. Aber Deutschland gab sich nicht auf. 40. Minute, Barış Artık im Strafraum, geht rein, macht ihn rein. Christensen kommt nicht ran, schöner Abschluss von Artık, wieder mit dem rechten Fuß, macht da richtig, richtig gut. Und dann gab es wieder einen der gefürchteten Einwürfe von Fabian Reese, die immer für Gefahr sorgen. Artık auf Reese, wieder zurück auf Artık, er schießt, Ball prallt ab. Schonlau wird hier zum Goalgetter, macht das 2:2 noch vor der Halbzeit in der 44. Minute. Das hier war ein richtig wildes Spiel und es wurde nicht weniger wild. In der 76. Minute gab es einen Elfmeter für Dänemark. Pierre-Emil Højbjerg läuft an gegen Heuer Fernandes und der hält. Es bleibt beim 2:2. 10 Minuten später gibt es einen Elfmeter für Deutschland. 87. Minute, Hartl hat die Chance, das Ding hier klar zu machen. Hartl schießt
Aber Christensen hält. In der Folge stellten sich dann alle auf einer Verlängerung ein. Es gab aber nochmal eine Ecke, Kempf mit dem Kopfball und zack, 96. Minute, 3:2 für Deutschland und man zog in die nächste Runde ein. Das hier waren die Ergebnisse im Viertelfinale. Die Slowakei setzte sich gegen Serbien durch, Spanien gegen Portugal und Frankreich gegen Belgien. Und ihr werdet es euch vielleicht schon denken können, die oberen beiden spielen gegeneinander und die unteren beiden spielen gegeneinander. Das heißt, Deutschland hat weiterhin Glück mit dem Turnierbaum und spielt im Halbfinale gegen die Slowakei. Die Slowaken haben natürlich keine schlechte Mannschaft. Die haben Stars wie Lobotka, Skriniar oder auch Dubravka mit dabei. Aber die sind definitiv schlagbarer als zum Beispiel Spanien oder Frankreich. Mit dieser Mannschaft hier geht Julian Nagelsmann dann in das Spiel gegen die Slowakei im Münchner Olympiastadion. Es tut sich nicht viel im Team, nur Henning Matriciani kommt in die Innenverteidigung zurück. Die Zuschauer im Münchner Olympiastadion sahen hier ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die erste gefährliche Szene gab es aber schon in der zweiten Minute. Es ist wieder Derek Köhn, der an die Grundlinie geht, dass den Ball ins Zentrum legt. Auf Barış Artık, zack, steht es 1:0. Barış Artık ist hier absolut der Mann des Turniers bisher für Deutschland. In jeder der Szenen, die wir uns hier angucken, ist er im Grunde gefährlich. Auch hier, zack, Freistoß an den Pfosten gegen Suslov. Und es steht 2:0 für Deutschland. 28 Minuten sind erst gespielt. Und es sieht ganz danach aus, dass Deutschland sich hier qualifiziert für die nächste Runde. Fürs Finale in Berlin. Dann 88. Minute, Hartl aus der Entfernung, Dubravka hat keine Chance, er steht 3:0 und Deutschland steht im Finale. Und der Gegner im Finale wird Frankreich sein. Die gewannen ihr Halbfinale gegen Spanien nämlich mit 4:1, Kylian Mbappé ist mit 5 Toren aktuell der Top-Torschütze des Turniers. Die meisten Vorlagen hat aktuell Barış Artık, also Artık gegen Mbappé, wer wird gewinnen? Nagelsmanns Mannschaft fürs Finale sah dann so aus und ja, es mag euch überraschen und auch mich überrascht es, dass zum Beispiel Barış Artık gar nicht spielt. Rehse auf links, Paul Nebel auf rechts und Cedric Teuchert im Sturm. Weder Glatzel noch Artık noch auch Derek Köhn spielt nicht. Hartl spielt im Mittelfeld, das heißt Schallenberg rotiert raus. Es wurde sehr, sehr viel getauscht. Ob das eine gute Idee war, das wird sich jetzt zeigen. Die Franzosen hingegen spielen mit dieser Mannschaft und ich glaube, ich muss gar nicht lange darauf eingehen und sagen, dass das eine absolute Weltklasse-Mannschaft ist, denn genau das ist sie. Also, Anpfiff im Europameisterschaftsfinale in Berlin. 8. Minute, es geht direkt los mit der deutschen Mannschaft. Fabian Rehse kommt über links, legt ihn zurück auf Meffert, Teuchert, Hartl, zack, 1:0 für Deutschland. Aber ihr werdet es erwartet haben, diese Führung, die hielt nicht wirklich lange. Kylian Mbappé bekam den Ball, legt ihn auf Griezmann. Heuer Fernandes sieht da nicht wirklich gut aus. Griezmann lupft ihm den Ball über die Schulter hinweg und es stand relativ schnell 1:1. 15 Minuten später ist es dann wieder Kylian Mbappé, der überraschenderweise ein wenig zu schnell ist für die zweite Liga in Verteidigung. Ein ganz, ganz, ganz starker Abschluss des Weltstars aus Paris. Heuer Fernandes hat wieder keine Chance. Mittlerweile sind wir jetzt in der 76. Minute. Deutschland wurde hier komplett an die Wand gespielt. Hatte nicht wirklich viele Torchancen. Wieder Kylian Mbappé versucht es. Giroud bekommt den Abpraller. Er stand 3:1. Und den Schlusspunkt, den setzte dann, ich glaube, Kammerwinger macht es. Guter Abschluss an Heuer Fernandes vorbei. Das erste Spiel gegen eine wirkliche Top-Mannschaft verlor Deutschland damit 4:1 und wird nicht Europameister im eigenen Land, sondern nur Vize-Europameister. Damit kommen wir zum letzten Punkt des Videos und jetzt zeige ich euch mal, wie oft Deutschland sich tatsächlich in diesen 15 Simulationen fürs Achtelfinale qualifizieren konnte. Und es ist wirklich mehr als gedacht. Deutschland konnte sich tatsächlich in den 15 Simulationen 9-mal fürs Achtelfinale qualifizieren. Das heißt, nur in 6 der 15 Simulationen war in der Gruppenphase Ende. Ja, von diesen 9 Qualifikationen schieden sie aber dann 7-mal im Achtelfinale aus, meistens gegen Spanien. Einmal reicht es fürs Viertelfinale. Einmal, das war die Simulation, die wir uns eben angesehen haben, reicht es fürs Finale. Europameister ist Nagelsmann also nie geworden, wäre eine riesen Überraschung gewesen. Ich finde aber in 15 Simulationen einmal das Finale zu erreichen, ist schon ziemlich stark. Falls euch jetzt interessiert, wie ich die Zweitliga-Nationalmannschaft aufstelle und wie ich damit abschneiden würde, dann klickt einmal hier und dort gibt es ein gesamtes EM-Playthrough mit der Zweitliga-Nationalmannschaft.